Okay, jetzt kommt eine Frage zu einer Schriftstelle, Römer 8, 28. Jenen, die Gott lieben, dient alles zum Guten. Ist das automatisch, dass uns alles zum Guten dient? Oder meint man mit Gott lieben das tun, was er sagt, so wie es in der Bibel auch steht? Alle Christen, die ich kenne, sagen, es ist automatisch. Was heißt, alles dient zum Guten? Dass alles neben dem Nachteil auch einen Vorteil hat, aber das sagen auch die Unbekehrten, dass das öfter so bei ihnen ist. Nun, das Wort Gottes sagt, allen, die Gott lieben, dienen alle Dinge zum Besten. Und das heißt, wir bleiben in dieser Gemeinschaft mit Gott und deswegen reagieren wir auf unschöne Dinge, auf hässliche Dinge, auf schmerzhafte Dinge, so wie Gott das sagt. Unsere Reaktion entscheidet darüber, ob aus dieser Katastrophe ein Segen wird oder nicht. Wenn unsere Reaktion nicht entsprechend ist, kann eine Katastrophe nach der anderen kommen und nach 10 bist du platt. So, wie reagieren wir? Ja? Und hier ist die Schriftstelle 2. Korinther 4, 17. Unsere Trübsal, die zeitlich und leicht ist, verschafft uns eine ewige und über alle Maßen gewichtige Herrlichkeit. Jetzt kommt das Entscheidende. Uns, die wir nicht sehen auf das Sichtbare, sondern auf das Unsichtbare. Denn was sichtbar ist, das ist zeitlich. Was unsichtbar ist, das ist ewig. Wir sehen auf Gott, der immer noch die Kontrolle hat, weil eine typische Reaktion ist, wir verhalten uns so, als wenn das etwas ist, was Gott überrascht. Wir verhalten uns so, als wenn das außerhalb der Kontrolle von Gott ist. Aber wenn wir wirklich glauben, wir sind in der Hand Gottes und Jesus hat wirklich gemeint, was er gesagt hat, niemand wird uns aus seiner Hand reißen, ja, dann ist das vielleicht ein momentaner, kurzer Triumph des Teufels, diese Attacke oder dieses Ding da, was da jetzt passiert ist, diese schreckliche. Aber du bleibst in der Hand Gottes, du bleibst im Vertrauen und sagst, du bist größer. Und du betest in der Bedrängnis, in der schwierigen Situation, du betest Gott an. Und ich weiß, das muss man lernen, das ist nicht einfach. Und da steigt alles Mögliche in einem auf und man möchte sich empören oder man möchte auch irgendwie da ordentlich Selbstmitleid irgendwie da zurühren und alles Mögliche. Aber wir tun das, was die Bibel sagt. Alle Zeit, in allem sagen wir Dank. Nicht das Böse ist jetzt gut, aber gut ist, dass Gott da ist und dass Gott alles umkehren kann. Gott kann alles umkehren. Wir haben von David gehört, Frauen, Kinder, Vieh, alles weg. Aber er betete Gott an, der alles umkehren kann und hat sich gestärkt in dem Herrn und hat gesagt, Gott, wie immer das jetzt aussieht, es wird gut aussehen, weil ich bete zu Gott, der meine Sache zu einem guten Ende führt. So unsere Reaktion ist das Entscheidende. Und es gibt viele Dinge, die der Feind in unser Leben schmeißen will, die alles andere als gut und schön sind. Und wenn wir damit nicht richtig umgehen, dann hindern wir Gott, weil wir die Sache selber in die Hand nehmen, uns rächen oder wie auch immer. Dann kann Gott nicht wirken und das Schlechte in Gutes umwandeln. Aber der Gott, dem wir dienen, ist der, der unsere Feinde zum Mist auf dem Acker macht. Halleluja, das ist doch gewaltig. So, der Feind, wie Josef das sagt, ihr hattet es böse gemeint, aber Gott hat es gut gedacht. Gott hat es gut gemeint. Halleluja. Also wir glauben an einen Gott, der alles umkehrt und der unsere Feinde zu Mist auf dem Acker macht. Und jeder Bauer weiß, warum er Mist auf den Acker tut, damit die Ernte besser wird. Okay.